Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Im letzten Part war ich nicht untätig. Ich habe alle drei Chaoten auf die Zehen gebracht. Smetbo, Kleinstein, ja, Smetbo, es war noch im letzten Part ein Safcon. Ich habe offscreen ein bisschen trainiert. Dass wir schon mal das erste ausentwickelte Pokémon haben. Haben oder nicht haben, ist hier die Frage. Weil auf seinen Spezialangriff kann ich bauen. Während der physische eher, ich sag's mal, meh ist. Ratzfratz, ich habe kein Interesse an dir. Belästige mich nicht. Wenn überhaupt, hätte ich an einem Interesse. Lass mich sehen, wie stark dein Glaube an deine Pokémon ist. Oder eher wie drei Level 10er dir den Arsch abreißen. In Golf. In Golf Lück ist da auch so ein Comedian gewesen, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ein Hut. Und weggekrittet? Nehme ich. Weißer Ingolf wurde besiegt. Ja, du glaubst wirklich an dein Pokémon-Team. So, 336 und ab nach Hause. Bitte? Deine Macht sucht wahrlich ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese Therme überreichen. Aber du sollst den Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Keine Ahnung. Erst erzählt er mir groß, er sei der Weiseste von allen und dann macht er sofort schlapp. Aber das war von mir und war mir von vornherein gleich. Vielleicht auch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt. Man soll seine Pokémon gut behandeln. Für mich zählen die. Die nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen interessieren mich. Ein feuchten Kehricht. Und er haut ab. Ein Fluchtseil. Braucht man. Du hast dich wacker geschlagen. Hier im Knofensaturm erarbeiten sich Pokémon und Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft und suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon-Team zu erproben. Kann sie machen. Weisester Marek. Zweimal Vorteil, ja. Hut bin ich einmal im Nachteil, einmal im Vorteil, einmal neutral. Knofensa bin ich zweimal im Nachteil, einmal im Vorteil. Und genau jetzt zückt er seinen Trumpf gegen mich, nämlich sein Hut. Genau deswegen Schnabel, der nach Piekser heißt. Keine Ahnung, warum sie das umbenannt haben. Aber hey, wird das besser. Gibt ihm trotzdem eine Konfusion und. Smetbo pennt. Aua, der tat weh. Tja, muss das wohl Kleinstein regeln. Ja, das muss Kleinstein regeln. Weil die Hypnose gesessen hat. Smetbo, du hast einen guten Job gemacht. Ja, komm, heul das Ohr weg.
Oh, der Balken ist gut gewachsen. Kleinstein muss einfach nur schauen, dass möglichst viel Schaden rausholt, dass Kanimani abschließen kann. Mehr braucht's gar nicht machen. Tja, und jetzt down and out. Noch ein bisschen, halte durch, Kanimani! Und Knofenser ist gefallen. Und Level 11. Weiß, dass der Marek wurde besiegt. Ah, sehr gut. 1200 und ein Tat nach Hause. Dein Kampfstil lässt wahrlich nichts zu wünschen übrig. Damit brauchst du nicht mal vor Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Eine Item namens Blitz. Sie gehört dir. Wenn du einem deiner Pokémon Blitz beibringst, damit kannst du auch noch jeden so dunklen Ort erhellen. Du kannst die TM zum Beispiel einem Knofenser beibringen. Offscreen hat sich mit den Eiern übrigens nicht viel getan. Aber ich weiß auch, wie man das beschleunigen. Indem wir die Eier mal mitten reinpacken. Ja, ihr seht, 2020, weil ich hab's nämlich noch alles im letzten Jahr aufgenommen. Er dachte auch, komm, die letzten Projekte waren eh schon alle fertig. Warum nutzt du dann nicht einfach die Zeit, anstatt rumzugammeln, dass du neue Projekte aufnimmst? Welche Projekte noch kommen werden, außer Pokémon Heart Gold? Lasst euch überraschen. Aber es werden Brocken, darauf könnt ihr euch Gift nehmen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Wir hatten ja letztes Jahr schon etliche Brocken. Ich sag ja nur Most Wanted, Final Fantasy X, Hot Pursuit, Ocarina of Time. Die Liste an Brocken ist lang. Und jetzt können wir nämlich noch was in den Alfruinen machen. Ja, Kleinstein begleitet uns jetzt wieder. Weil nämlich, da gibt es nämlich in den Alfruinen einen gewissen Ort mit dem Wort Flucht. Was müssen wir ziehen? Das Fluchtseil. Wenn wir gerade dabei sind. Und ja, die Eier werden kommen. Darauf kann man sich sicher sein. Also schon vorm ersten Orden kannst du dir damit 3 Eier holen. Und 2 Pokémon, die man zwar eher auf der Route unten drunter kriegt, aber lieber hast du sie gleich als Eier, dann brauchst du und sparst du wenigstens Pokébälle. Offen und rein. Eine Sinelbeere? Eine Pirsif? Energiestaub? Und Heilpuder? Unser Stamm hier... Was steht da? Mais. Unser Stamm hier, Meißen. Nie. Kann ich nie lesen. Scheiße. Aber wir haben schon mal die erste Höhle komplett gelöst. Irgendwas mit unser Stamm.
Lass das bitte keine Wasser- oder Kampf sein. Oder auch keine Pflanze. Autsch, irgendwas in die Richtung. Kleinstein soll es nur umboxen, bevor es in die Arena geht. Weil dann haben wir nämlich auch noch eine Step-Steinattacke drauf. Dann wird die erste Arena ein Kleinstein-Carry. Ah, stimmt, könnte aber auch Boden sein. Oder Eis. Werden wir aber nie erfahren. Nebenbei die Eier checken. Die werden noch eine Weile dauern. Die werden wir noch eine Weile dabei haben. So, Kleinstein soll sich zurückziehen und... Kang Mani! Spuck dem erstmal eine Aquaknarre ins Gesicht. Das war nämlich auch Kleinstein Level 11 haben, Hallen Arena. Das ist mein Ziel in dem Part. Weil irgendwie muss ja immer eine Herausforderung sein, sei es jetzt in-game oder real-life. Man kann sich zwar das Leben friedlich und herausforderungsfrei machen, aber das ist dann doch irgendwie langweilig. Würde ich jetzt mal ehrlich gestehen. So, oh nice, ein Steinwurf. Jetzt können wir mit Stein... Jetzt können wir Vögel mit Steine abschmeißen. Arena, ich komme! Kein Interesse, Inkognito. Weil danach werden wir Smetbo ablegen. Weil eins müssen wir sagen, Smetbo hat einen sehr guten Job gemacht bis jetzt. Aber irgendwann ist mal für jeden Zeit zu gehen. Weil den Rest kriegen meine zwei Pokémon schon geregelt. Weil erstmal hochhallen und dann gleich hintern ab in die Arena. Weil ich habe die anderen drei mit Absicht mitten reingelegt. Das sind alles Eier, die sehr viele Schritte brauchen. Und wenn wir sie schon mal haben, dann sage ich hier mal Kerngedanke rein. Hey, du zukünftiger Champ, wenn du nur fest daran glaubst, dann muss die Meisterschaft kein Traum mehr sein. Ich will dir was erzählen, hör zu. Pokémon-Typ Pflanze sind sehr schwach gegen Flug-Pokémon. Sei also vorsichtig. Man kann hier auch direkt zu Falk. Das ist für die Freunde von Pazifismus gut. Aber ich will direkt mitten rein in den Kampf. Du fragst dich, wozu die Höhe gut ist? Das Training hier oben festigt das Band zwischen unseren Vogel-Pokémon. Wollen wir mal sehen, ob du Falk mir gewachsen bist. Oder man verliert gegen Falk, dann kann man wieder den ganzen Weg sicher sparen. Leo Rush? Ich wusste nicht, dass du weiß geworden bist. Ich wusste nicht, dass der plötzlich weiß geworden ist. Aber hey. Och süß! Erstmal das Habitat mit dem Stein abwerfen. Geht doch. Ciao Habitat. Auf nimmer Wiedersehen. Aber wir sehen noch weitere Habitats und nicht mehr das. Das kann nicht wahr sein. Doch, ist wahr. Rums! Oh, obwohl ich dich plötzlich angerempelt habe, bist du nicht umgefallen. Respekt, wir trainieren jeden Tag. Wir
trainiere Tag und Nacht, um die stärksten Vogel-Pokémon heranzuziehen. Sag mal, was du so drauf hast. Wegklatschen. Von Klaus. Ja, Sandwirbel, fängt ja schon mal super an. So, das erste Taubsi durfte sich schon mal verabschieden und das zweite gleich hinterher. Wow, 1 KP Schaden. Dafür 6 ans Center zu laufen, bringt's nicht. Wenn wir da später eh nochmal hin müssen. Und Level 12. Kleinstein wächst und gedeiht, oh? 2:24 und ab nach Hause. Ich bin Falk, Arenaleiter von Viola City. Viele Leute sagen, mit Elektroattacken könnte man Pokémon vom Typ Flug ganz leicht die Füße stutzen und machen sich so über mich lustig. Das kann ich nicht so stehen lassen. Wenn du erstmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist? So, sind wir schon beim ersten Arena-Leiter. Ah, er fängt gleich richtig offensiv an. Nice, so gefällt mir das. Kommt trotzdem Stein ab. Ciao, Taubsi. Aber jetzt wird der Wind auf... Der Winterauftrieb verleihen. Ich kann es verspüren. Ja, so ein gesteppter Windstoß von dem Tauboga kann wehtun. Muss aber nicht. Vor allem nicht, wenn Stein ankommt. Noch bin ich nicht abgestürzt. Gut, dann nutze ich nur Steinpolitur. Machen wir es ganz strategisch. Dann machen wir mal ein bisschen polieren. Was mir den entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil einbrachte und erst auch noch Probleme geholt. Kleinstein erreicht Level 13. Falk wurde besiegt. Na gut, dann werde ich eben hennhaft zu Boden gehen. 15:60 und ein Teil heim. Verflixt, das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters. Aber ich bin kein schlechter Verlierer. Hier, nimm den offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Es bescheinigt dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Hiermit verleihe ich dir den Flügelorden. Wenn du im Besitz des Flügelordens bist, gehorchen dir alle Pokémon mit einem Level von bis zu 20. Auch außerhalb des Kampfes kannst du nun Zertrümmerer einsetzen. Und hier noch eine TM von mir. Benutzt ein Pokémon eine TM, erlernt es umgehend einen neuen Attack, aber überlege dir gut, welchen Einsatz diese Ehre zuteil wird, denn eine TM lässt sich nur einmal einsetzen. Bis zur 4. Ja, habe ich aber schon mal im Platin letztes Jahr gesagt. Oder auch in anderen älteren Let's Plays. Ab der 5. nicht mehr so, aber das ist bei den TPs so, in der 8. Generation. Die TM 51 erhöht unsere Attacke namens Ruhrort. Mit ihr kann man ein Pokémon bis zur Hälfte seinem HP wieder auffrischen. Von nun an wirst du in den Arenen vieler Städte zum Kampf antreten. Setze die Attacke weise ein und sie wird dir zum Sieg verhelfen. Als nächstes nimmst du die besten Azalea City vor. Ja, werde ich auch. So, Smetbo werden wir ablegen. Ja, was los? Hallo Chris, ich habe eine neue Entdeckung gemacht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon-Supermarkt von Viola City auf dich. Sei gut und hol's dir auch ab, ja?
Ich muss sowieso ins Pokémon Center, weil, ja. Es hat, Kleinschein ausgedient. Nicht, sondern Smetbo. You did it very well, Butterfree. Bye bye, Smetbo! Erstmal halten wir hier alles hoch. Und das sind gerade die einzigen beiden Pokémon, die wir haben. Hallo, du musst Chris sein. Deine Mutter hat mir ein Paket mitgegeben. Hier, bitteschön. Oh, hat sie gar nicht gesagt. Nehm ich. Komm bald wieder. Lange nicht gesehen, Chris. Großvater Blind hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Er hat eine Bitte an dich. Jetzt wäre er gern, dass du dies... Klar, mache ich. 4 Eierhammer. Nachdem du weg warst, sieht der Professor von jemandem einen Anruf. Das Gespräch war bereits eine ganze Weile im Gang, als Professor Lim plötzlich laut durchs Labor rief, dass Chris genau der Richtige für uns. Danach bat er mich, dieses Ei zu überreichen. Tja, und hier bin ich. Das heißt, Pokémon schlüpfen erst dann aus ihrem Ei, wenn sie eine Weile an der Seite von munteren Pokémon verbracht haben. Und genau deshalb lasse ich, denke ich auch, dass dieses Ei haben sollst, Chris. Pass gut auf dich auf. So, dala. Kaufen. Nö. Ich mache Heiligen seinen Abgang und jetzt geht's weiter. Nanu, dieses Ei. Oh, ich verstehe. Mr. Pokémon hat es also Professor Link geschickt. Und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Dies ist wirklich äußerst kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Zieht es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Jo. Gut, dann gehabt euch wohl. Okay, was wollt ihr jetzt von uns? Naja. Du bist sowieso quietschfidel, mein Gut. Also dir ist das sowieso Latte. Warte, warum die Eile? Du hast einige gute Pokémon dabei. Sie sind bestimmt deshalb so gut, weil du in Viola City hart trainiert hast. Die Pokémon Arena war sicher ein ganz besonders gutes Training für sie. Hier ist für dich als kleines Andenken an Viola City. Wenn du seinem Pokémon gibst, soll angeblich die Stärke all seiner Attacken vom Typ Pflanze steigen. Take it. So, da aus, ja. Das heißt, Voltilaps und Pilinus brauchen wir uns nicht fangen. Da haben wir nämlich welchen Ei dabei. Cunning Money. Nö, an die habe ich kein Interesse. Ich will den Supertrainer haben. Und knack, knack. Ah, ein neues Gesicht. Du hältst dich also für stark. Und ich halte dich für einen Waschlappen. Nie öls. Weil ich dem jetzt erstmal eine Aquaknarre drüber ziehe. Kann er machen, was er will? Wenn Cunning Money ist dem sowieso 5 Level erhält. Wie sie es zu gehören hat, war das easy. Und Zubat! Ja, dem bin ich 3 Level erhält.
Danach wird auch schon der Part beendet. Oh. Ja, komm, Kanimani. Brav. Komm durch. Ja, brav. So beendet sich der Part am liebsten. Haben wir das erste Zubat im Game gefällt. Und Nioh wurde besiegt. Du bist stark. 128 und ein Teil nach Hause. So, und checken wir nochmal die Eier aus. Und dann werde ich den Part beenden. Und hoffe, hat es euch soweit gefallen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.